So, einen schönen guten Tag. Ja, das war mal Hallo. eine sehr schöne Begrüßung. Jo. So, ich hoffe, dass diesmal alles so funktioniert. Ich entschuldige mich auf jeden Fall für die super schlechten Aufnahmen davor. Ja. Was? Warum? Die war doch voll Knorke und voll ist toll. Ja, also den einen oder anderen ist sicher aufgefallen, dass wir eine Serioaufnahme hatten. Das heißt, ich kam auf einer linken Seite raus und der andere kam auf die rechte Seite oder auf die andere Seite. Also, Ja, ich war richtig, du warst falsch. nee, ich war richtig. Ich habe Du warst falsch. ein Monomikro, das heißt, er gibt mir nur auf die linke Seite. Mama, Mama, Aber ist egal. Mama, Mama, Ich habe das gefixt. Ja, Martin ist Mama, Mama, besoffen, Mama, wie Mama, immer. bin ich gar nicht. Bin ich wirklich nicht. Wie immer. Bringt doch gar nichts. Oh, dann Ach, fangen wir mal an. Digga. Ja, machen wir mal weiter da, wo wir stehen geblieben sind. Ah, lass uns endlich noch hinter uns bringen, Mann. Ja, wir bleiben auf Meister und ja, wie ihr seht, ich habe diese Songreise schon längst beendet. Weil du scheiße bist. Weil ich super geil bin, das ist alles. Ach, du hast einfach kein Leben. Ja, und du hast noch nicht mal ein Paragon-Level. Du hast einfach kein Leben. Nope, ey. Weil Hätte ich schon nur längst ein Paragon-Level haben spiele, können. wenn wir aufnehmen, ganz einfach. Das ist Ich bin aber voll dein. der Casual Player. So, faires halber werde ich natürlich nochmal zeigen. Hier, Paragon-Level ist nicht verteilt. Oh, ist trotzdem warm. Ja, das ist dein Problem. Das ist warm. Warum ist es so warm? Wo ist, oh Gott. So, ja. Machen wir Mach mal. Machen irgendwas. wir. So. Martin, du bist einfach nur ein Scheiß-Nu. So. Das hier ist Kannst du mal gegeben. aufhören, ständig zu dissen? Nein, ich Dies kann nicht hat aufhören zu kein dissen. Niveau mehr. Du bist kein Niveau. Siehst du, schon macht er weiter. Komm, los, ran hier. Oh Gott. Will heute noch Oh. fertig werden. So. Ja, guck mal, da ist ein Goblin. Hier, Goblin. Ach, ist ja gut. Das ist so warm. Ja, es ist ja auch Sommer. Hat so einen Sommer Wer an hat sich. sowas erfunden? Ahnung. Du? Finde ich nicht nett von der Person. Kommst du darauf, dass es eine Person war? Der Kreatur, das höhere Wesen, welches wir uns nicht erklären können. Ja. Ich hätte ja auch lieber das ganze Unwetter. Weißt du, ich möchte auch gern wieder zur Arbeit schwimmen. Ja, das wäre eigentlich mal angenehm. Dann wäre es wenigstens abgekühlt. Oh, da zu kalt. Ey, da oben ist ein Kühlern. Tada, 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 war er. Und ich bin nur Da hier kann ich nicht mithalten. Der Dämonenliga kann immer leider noch nicht über eine Mauer drüber einen Salto machen oder Das wär's andere eigentlich Dinge. mal. Das wär's echt mal. Nein, dann wäre Schon der wieder schön. Dämonenjäger viel zu gleich wie der Barbar und das können wir ja nicht zulassen. Und Ja, dann sich die Lust. ganzen Ja. Spieler, die Barbar spielen, nicht mehr besonders fühlen. Tun wir uns auch so nicht, weil es auch die Mönche und die Zauberer auch können. Zauberer können sich durchwarpen, beziehungsweise ja, sich da mit dem Geiste bewegen. Mensch, habe ich mir da nicht wirklich so viel angeguckt bis jetzt, deswegen kann ich nicht sagen, was der macht. Wahrscheinlich durchlevitieren oder schieß mich tot. Ich habe auch keine Ahnung, was er da genau macht. Aber ganz ehrlich, das ist ein Mönch. Das spielen eher so Typen, die Matthias heißen. Aha, du beleidigst also Menschen. Wieso tunst du das? Weil ich's kann. Hast du kein Selbstbewusstsein und musst deswegen andere niedrig machen, damit du über die erhoben bist? Das ist echt nicht okay so. Redest du gerade von dir oder was? Nein, von dir. Hm.
um mich. Wirklich, das ist nicht okay so. Das ist okay. Ich erinnere dich gerne an die Aufnahmen, die du mit Mitch gemacht hast. Was? Da machst du Mitchell ja ganz schön fertig, ne? Wieso? Der macht mich Ja. doch genauso fertig. Ja, aber er kann das wenigstens. Ach, Steve, wie ist das Beleidigung von dir? Kann man einfach nicht ernst Ja, nehmen? man sollte mich auch nicht ernst nehmen. Ja, traurig, wenn man mich ernst nimmt. Haben wir es bald geschafft? Sind wir bald Stufe 70? Nicht bei deinem Tempo. Ach, Steve, wirklich. Ja, guck mal, wie langsam du bist. Du bist ja immer noch auf der ersten Ebene. Komm, los. Ja, sorry, dass ich die ganzen Monster töte, damit ich mir Erfahrungspunkte kriege. Ich würde vorschlagen, wir machen dann nachher mal eine ganz normale Abenteuer. Nicht Abenteuer, sondern die Kampagne. Eine Kampagne. Ja, die Kampagne machen. Okay, von Akt 1 an. Ja, von Akt 1 bis Akt 5 durch. War ein Dauerlauf. Schafft man Ist locker das in einer jetzt Stunde. wirklich dein Ernst? Ja. Okay. Hast du jetzt über nachdenken müssen, oder was? Da habe ich nicht wirklich Lust drauf. Das war mir bewusst, deswegen habe ich das ja vorgeschlagen. Das ist kein guter Vorschlag. Mir ist trotzdem warm. Ja, da kann er was dran ändern müssen können. Oh Gott, ich krepiere hier. Hast du keinen Ventilator? Ach nein. Ah. Wieso muss die gesamte Glas von Front der Wohnung auf der Südseite liegen? Wieso? Weil das dein Vermieter kann. Und wieso müssen da so viele Fenster sein? Oh. Und der Südseite, wo der ganzen Fenster sind. So, Arcane ist mir dann doch ein bisschen. Was? Ja, ich überlasse dir die Elite. Weil Arcane ist mir zu viel. Okay. Ah, ich sterbe! Nein, ich sterbe doch nicht. Ich komme da nicht rein, solange diese blöden Arcane-Dinger da sind. Ein weniger. Eieieiei. Glaube, in der nächsten Saison werde ich dann auf jeden Fall mal einen Hardcore-Charge. Das so richtig gut geleckt. Und dann flippst du genauso aus wie jede anderen Leute, die Hardcore spielen und dann krepieren. Weil das Server leckt? Ja, natürlich. Das ist reinste Spielerehre. Hallo, da muss man ausrasten. Und den ganzen PC wegschmeißen und Nee, sich mein auf den PC kann Boden. ja nichts dafür. Wenn, dann muss ich Blizzard wechseln. Oh mein Gott, ich habe Blizzard gesagt. Jetzt werden wir verklagt. Product Placement. Habe übrigens einen sehr netten Hinweis bekommen, dass wir den Namen Apple nicht runter machen sollen, weil wir sonst verklagt werden, wenn wir mal zu groß wären. Wir haben in irgendeiner Folge haben wir uns über Apple hergemacht. Und wer hat sich dann darüber aufgekackt? Keiner. Ich bin nur darauf hingewiesen worden, dass es passieren könnte, dass wir verklagt werden von Apple. Weil die es nicht toll finden, dass wir über Apple herziehen, weil die so schlecht sind. Aber das ist doch eine persönliche Meinung. Ja, aber man darf Und keine persönliche Meinung haben. wir leben in einem Land, wo wir Pressefreiheit und eigene Meinungen erlaubt sind. Redefreiheit, Steve, das sind Menschenrechte. Das sind Grundrechte in unserem Ja, aber das Land. interessiert Apple nicht. Das interessiert ihn absolut gar nicht, dass wir Grundrechte haben, dass wir die Also wollen die Meinungsfreiheit sich haben. nicht an der Verfassung halten. Nö, tun sie nicht. Die verklagen uns, weil wir ja über die hergezogen haben. Also, wenn wir mal groß werden. Das ist natürlich die Voraussetzung. Die Sache ist wohl eher die, wir haben ja nicht gesagt, oh, kauft niemals Apple-Produkte, die sind voll böse und satanistisch. Aber wir haben gesagt, dass Windows besser ist. Ja, Als Betriebssystem ja. genau, deswegen. Oh Gott, jetzt haben wir schon wieder gemacht. Ja, das ist der Witz dabei. Product Placement. Ja,
Ich würde jetzt nicht ein bestimmtes Thema aufgreifen, ne? Es geht ja eigentlich nur darum, ich bin darauf hingewiesen worden, Oh mein Gott. Ja? dass man halt nicht über Apple herziehen darf, weil die sonst, wenn wir zu groß werden, sogar verklagt werden könnten, weil das wohl schon einigen Let's Playern passiert. Und ja, da dachte ich mir dann auch so, gibt ja so eine gewisse Situation, das ist mit Erdogan und diesen komischen wieder, ne? Ja. Der hat genau das gleiche Thema, ne? Pressefreiheit ist scheiße einfach mal im Moment. So. Naja, aber bei ihm war es eine öffentliche Beleidigung und das ist was anderes. Ja, aber die sehen das dann wahrscheinlich auch als Beleidigung an, wenn wir sagen, dass es dass nun mal Eine Windows besser Beleidigung ist. ist eine Auslegungssache. Wir haben gesagt, wir mögen nicht direkt die Technik, die verbaut wurde. Wir haben ja nicht gesagt, Quote, Beispiel genannt, dieses keine deutliche Meinung von meiner Person. Apple ist voll scheiße und das ist voll Schrott und das sind voll die Kinderficker. Zitat Ende. Ja, Das haben wir so. nicht gesagt und das ist eine öffentliche Beleidigung und das ist der große Unterschied. Ja, das ist halt. Und bei dem, der Erdogan beleidigt hat, der hat ja öffentlich gesagt, er ist, Zitat Anfang, ein Kinderficker und Ja, ich weiß, was du meinst. Das muss. Quotiere, pup, und sonst was. Und das natürlich ist eine öffentliche Beleidigung und deswegen hat auch Erdogan doch durchaus Recht, da auch zu sagen, das finde ich jetzt nicht so knorke. Naja, ob das eine Beleidigung war oder eine Satire, das ist erstmal zweitrangig. Wie gesagt, ich Satire möchte ist. das Thema nicht aufgreifen. Es ging mir ja nur darum, dass wir darauf hingewiesen worden sind. Vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis. Person, die ich nicht kenne. Person, die du zwar kennst, aber nicht wissen willst, wer es war. Wer war's? Das sage ich jetzt nicht, das gehört hier nicht rein. Was weiblich, was männlich? Das gehört hier nicht rein. So. Also auf Was jeden Fall, weiblich, was männlich? es gehört hier nicht rein, Mensch. Frage ich euch eben Alter. später. Voll Cliffhanger. Wer war das wohl? Eine Person, die definitiv auch niemand, der hier zuguckt, kennt. ja, auf jeden Fall. Also wir werden Irgendjemand, uns der zukünftig auf Apple-Produkte jeden mag. Fall hüten, Apple runterzumachen, ne? Also, oder in irgendeiner Form zu beleidigen, weil sie so schlechte Hardware verbaut. Du weißt schon, dass 5 Minuten von dem Video darum gehen, hier gerade Apple auszudrücken, dass Apple Ja, ich nicht die weiß. hochwertigsten Teile oder Komponenten in einem Apple-Produkt verbauen. Ja, ich weiß, dass wir das seit, wie lange machen wir jetzt schon? 13 Minuten? Ja, 10 Minuten quatschen wir jetzt schon darüber. Finde aber trotzdem nicht, dass das hier eine Beleidigung ist, sondern eher eine Feststellung. Weiß ja nicht, ob man das als Beleidigung in dem Moment Ich sagt. finde eher, das ist eine Feststellung. Für meine Qualitätsansprüche reicht das nicht aus. Naja, auf jeden Fall. Das ist, ja. Wenn natürlich richtiges Gold verbaut wäre, dann natürlich. Das werden die aber nie machen. Würden die ja nochmal das Hundertfache Hey, verlangen. ich habe, um was Positives über Apple zu sagen. Ich hatte ein iPhone, das war 2011, ja, iPhone 4. Und es hält immer noch, das funktioniert immer noch. Und das sind jetzt 5 Jahre, also die Geräte halten schon lange. Wenn ich da so im Vergleich mit anderen Smartphones, die sind noch so ein, 2 Jahren, kannst du wegschmeißen. Wenn du nach 2 Jahren wegschmeißen kannst, liegt es daran, dass du einen Selbstzerstörungschip. Ach komm, das weiß doch jeder, dass die einen Selbstzerstörungschip drin haben. Sobald die Garantie ausgelaufen ist, ist vorbei und dann darfst du ein neues Handy kaufen. Außer du kaufst diese verlängerte Garantie, dann darfst du tatsächlich auch nochmal ein paar Jahre länger mit deinem Handy. Ah, verflucht. Immer diese. Hättest du jetzt ein Hardcore? Ja, dann würde ich aber nicht auf Meister spielen. Dann würdest du wo spielen? Auf Normal. Oder auf Ah, Profi. da hast du wieder mal keine Eier in der Hose. Ich habe meinen Hardcore-Shard, den ich hochgespielt habe, auf dem Profi hoch. Lief auch ganz gut. Bis er gestorben ist.
Nein, ich habe den auf Hochlevel hoch 70 hochgemacht und habe den noch ein paar Paragon-Level gemacht. Und dann ist er gestorben. Nein, der lebt noch. Habe den noch nicht weitergespielt, weil ich nur den 70er Stufe haben wollte für die Saisonreise. Und dann ist er gestorben. Nein, der ist noch am Leben. Eben. Arsch. Ja, und dann ist er gestorben. Siehste? Nur um dich glücklich zu machen. Steve, ich will nur nicht, dass du dich selber anlügst. Ah ja. Ich lüge mich selber an, genau. Schon allein in welchem Ton du das gerade sagst, das ist sehr unglaubwürdig. Ja. Das nennt man Schauspielen. Du kannst nicht schauspielen. Auf jeden Fall besser als du. Steve, ich finde es wirklich langsam beleidigend, was du sagst. Ja. Wieso? Wirklich? Komm, mache hin, hier ist die Tür. Mein Gott, ey. Ach. Ja, haben wir eigentlich schon mal ein Level heute gemacht? Das findest du jetzt halt so beleidigend. Soll ich mich jetzt nur dazu äußern, was du sagst, oder? Nö, warum? Naja, kann ich auch still bleiben, ne? Ja. Müssen tust du nämlich gar nichts. Ja. Siehst du, ohne mich bist du voll aufgeschmissen. Was denn? Du hast gesagt, wir sagen jetzt nichts mehr. Nein, habe ich doch gar nicht. Natürlich hast du das. Nein, ich habe gesagt, ich muss mich dazu nicht äußern. Ja, habe ich, und das habe ich bestätigt. Du musst dich nicht äußern. Du musst gar nichts. Wenn, dann darfst du dich äußern. Doch, ich muss sterben. Ah, es ging aber jetzt um Äußerung und nicht um Sterben. Und Steuern zahlen, das muss ich auch. Nein, musst du nicht. Doch, du musst Steuern zahlen. Du zahlst schon allein Steuern, wenn du arbeiten gehst. Von daher, Steve, die Aussage, die du da triffst, ist schwachsinnig. Wie gesagt, das musst du nicht. Was du musst, ist atmen, essen, trinken und sterben. Das Ja, sind die und ohne. Sachen, die, das sind die Sachen, die du musst. Alles andere ist von der Gesellschaft einfach mal so ein. Und ohne Geld tust du das Letztere ziemlich schnell. Ja, ohne Geld kann man nicht essen und nicht trinken. Doch, du könntest deinen eigenen Urin trinken, aber naja, ob das jetzt so berauschend ist. Keine Ahnung. Habe ich Aber nie sieh, ausprobiert. irgendwann versiegt der auch. Ja gut, essen kann man ja auch ohne Geld. Man kann ja Selbstversorger machen. Ja, aber wenn du jetzt spontan auf dem Feld gehst und sagst so, ich baue jetzt Kartoffeln an, dann hast du erstmal so ein halbes, dreiviertel Jahr nichts zu essen. Ist klar, dass man das nicht so von jetzt auf gleich spontan macht. Aber man könnte das ohne Geld machen. Dinge eben. Hier ist ein Goblin. Falls du irgendwo in der Nähe bist. Was ist er denn jetzt? Oh Mann. Ich bin eingefroren. Der Goblin ist hier Dann irgendwo dann. mittendrin. Ah, ja, kommt der Boss auch noch. Oh, na toll. Bist du schon wieder gestorben? Hallo, hier sind zwei Elite-Gegner und der Boss jetzt auch noch. Ja, ich stehe doch auch mittendrin, von daher, ich krepiere doch auch nicht. Hier Ah, hätte man Goblin töten können hier hinten. Hier, Goblin, immer noch. ist er nicht, wo der Ja, ist. hier, guckt auf die Und jetzt sterbe Karte. ich gerade. Jetzt bin ich gestorben. Siehst du, was du mich abgelenkt hast? Guck auf die Karte, habe ich gesagt. Ah, nein! Sind voll die Noobs, ey. Oh. Hier ist der Goblin.
Goblin ist tot, wir haben es geschafft. Yay. Wieso werde ich hier? Ah. Hey, der Schwede. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern bei den ganzen Gegnern. Aber immerhin haben wir schon mal die blaue Elite-Pack durch. Hilfe. Haben wir nur noch zwei Elite-Gegner. Das richtig. Das sind definitiv zu viele gerade. Ja, sag ich doch. Gut, hätten wir jetzt hier Hardcore gespielt, wären wir gnadenlos gestorben. Zum Glück haben wir es nicht. Ach, der Knochenhexer ist ja auch noch hier. So, ich glaube, der ist auch tot. Haben wir nur noch den Boss. Gott, und wir sind erst Stufe 53. Ja. Glaube, das wird noch ein bisschen länger dauern mit Stufe 70. Ja, wir hatten so drei Folgen eingeplant, das wird wohl nichts mit drei Folgen. Wenn die drei Folgen jeweils 2 Stunden lang sind. Ja, dann wird es auf jeden Fall was. Nein. So. Ey, jetzt wird's aber langsam. Jetzt hat sich ja gerade alles gelichtet. Oh Gott, endlich. So, zurück in die Stadt. Jo, gleich, komme gleich, komme gleich. Mache hin. Komme gleich, Mann, ey. Teil tauschen. Ist klar. So können wir mal zumachen. Yay, 54. Wir haben nur noch 16 Level vor uns. So geil. Wow, das Das geht so schnell. kann ja was werden. Wow, das ist voll mächtig. Was? Hast du Hä? was gesagt? Nein. Ach nee. Hey, was willst du denn hier? So. War das ein Bett mal. Okay, dann können wir ja jetzt. Warte. Jo, okay. Hui, 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 hui.
nächste Runde. So, aber wie es weitergeht, das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Ach, fick dich doch. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Na, tschüss.